Wenn jeder Schritt zum Risiko wird, wenn die Angst vor dem auf einmal zusammensacken wächst, wenn der Arzt außergewöhnliche Leberwerte feststellt und noch um Alkoholkonsum fragt, der Patient aber kein Alkohol konsumiert hat, dann macht sich zuerst mal grosse Ratlosigkeit breit. So ist es Michael Hagmann gegangen, bis er dann die Diagnose hatte. Bethlehem-Myopathie, eine äußerst seltene Muskelerkrankung, genetisch bedingt, also eine Erbkrankheit, die es weltweit kaum mehr als 100 Fälle gibt. Laienhaft gesagt, die Muskelzellen, die ja bei uns allen absterben, sterben bei dieser Krankheit eben im Eilzugstempo. Das Laufen fällt schwer, das Treppenlaufen sowieso. Und so Touren, wie der Michi früher gemacht hat, mit der Familie, zum Beispiel auf ins Valcup, das war alles unmöglich gewesen. Sogar wenige Schritte verknüpft mit Stegen sind schwierig gewesen. Aber der Michi hat nicht aufgegeben. Er hat recherchiert und hat Hilfsmittel gefunden. Eins davon, der Mayo Suit, der es ihm dann ermöglicht hat, gerade vor kurzem die Wanderung ins Valcup wieder zu machen, zusammen mit der Physiotherapeutin und Begleiter von Mayo Swiss. Bei dieser Wanderung sind wir leider aus Zeitgründen nicht dabei gewesen. Ich habe mich aber ins Balgericht zur Therapie begleitet, wo es zuerst mal darum gegangen ist, ob sich der Mayo Suit für eine Physiotherapie überhaupt eignet. Also eine Therapie geht zwischen einer halben und dreiviertel Stunde und Zeit ist Geld. Und je schneller das Hilfsmittel sitzt, umso eher ist es eben geeignet für Therapie. Und ich habe zuerst mich einmal gefragt, was denn auf ihn zukommt. Zuerst muss ich hier einlaufen, zum Kalibrieren, damit er weiss, wie meine Schrittlänge ist und dass er sich einstellt. Einfach etwa 20 Schritte. Also runterlaufen, wo? Ja, einfach gegen die Wand, einfach über 20 Schritte. Das macht er automatisch. Das ist einfach am Anfang, wenn ich es nah anhabe. Wie heisst denn er? Der Mayo Suit. Aha. Mayo Suit, ja. Und dann nachher tue ich unten meistens kehren. So schaut er mit der Nathalie. Dann gehen wir hier am Barren her und dann Balancierübungen machen. Dann schauen wir, wie ich balancieren kann mit dem Mayo Suit, ob es mir hilft oder wie es ist. Also Augen zu, links, rechts schauen und so. Und noch ein paar Kraftübungen. Aufstehen. Etwa 5 Mal. Und dann gehen wir noch ein Förderband Ausdauertraining machen. Und dort habe ich eben auch herausgefunden, ja, das geht recht steil, oder? Also bis 10%. Und da kannst du eben auch Geschwindigkeit ein bisschen ausprobieren, wie schnell das kannst laufen. Und ja, da bin ich überhaupt drauf gekommen, dass man noch ein bisschen voraus kann. Und ich dachte, jetzt muss man ein bisschen voraus laufen, das geht sicher auch gut. Und ja. Das ist unglaublich, gell? Das ist also, wirklich unglaublich, ja. Du hast ja völlig überraschend die Krankheit bekommen, gell? Also Muskelzellen, die verschwinden. Genau. Und dann, man sieht es so nicht an, wenn du laufst, aber wenn du zwischen umkehren kannst du nicht mehr aufstehen und kannst schon nicht mehr längere Zeit laufen. Und mit dem kannst du jetzt eben das wieder machen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Also ich kann jetzt, was ich sicher kann, ist, ich kann sicher so eine Physiotherapiestunde. Also für mich habe ich das Gefühl, das würde funktionieren. Also ich habe zum Beispiel auf dem Laufband oder auf dem Velo kann ich einfach Velo fahren, und weil ich muss ja die Zellen, die ich noch habe, die Muskelzellen, die muss ich ja trainieren, oder? Sonst geht es gerne. Aber ich darf ja auch nicht zu viel, oder? Also ich darf gerne keinen Muskelkater und überkommen, weil sonst ja, bauen sie noch mehr Zellen ab. Hochkompliziert, du bist natürlich technisch versiert, muss man das sein, oder könnte das sein? Das auch? Das könnte schon, das könnte schon. Nein, es ist, du brauchst jetzt einfach noch eine Physiotherapeutin oder so quasi eine Assistenzperson, die hilft. Schon vorher gesehen, kannst du es nicht wirklich gut selber noch hinten noch mit den Seilen, mit den Motoren dran sind, das ist hinten um. Das und das sehen wir jetzt dann, das sehen wir jetzt dann, sehen wir. Ja, sind schon bereit hinter mir da? Ja, ich glaube, Nathalie. Stoppen mit dem Filmen, der Prozess schon langsam. Ja, okay. Wahrscheinlich. Ja, du Nathalie, also jetzt bist du das so am Vorbereiten. Das ist ja relativ kompliziert, das Ganze, ja? Nein, eigentlich nicht. Ja. Es gibt einfach verschiedene Grössen und ich muss dann einfach alles zusammen tun. Aha. Wo wieder die gleiche Grösse, die genau auf ihn abgestimmt ist. Also ich teste das Gerät, damit wir es später in der Physiotherapie anwenden können. Und ich mache das mit verschiedenen Patienten, die verschiedene Krankheiten haben, um zu schauen, was für Patienten geeignet wären, für einen Mayo Suit zu benutzen. Könnt jemand von euch stoppen und anhalten? Nachher kannst du genau fertig los. Ja. Ist gut.
Ja, mit dem Stopp hat es über das auf sich. Nathalie hat es unbedingt in 5 Minuten erreichen. Das Endziel wäre dann eigentlich 1 Minute. Aber das müssen wir, glaube ich, anders machen. Auf das kommen wir später noch. Ja, und dann ist Nathalie hergegangen. Zusammen mit dem Michael, die beiden haben Hand in Hand gearbeitet. Es ist noch recht tricky, die Bänder genauso richtig mit richtiger Festigkeit herzumachen. Und wirklich, das Gerät ist wirklich ein Wunderwerk. Und der Michi natürlich mit seiner ganzen Art, mit seiner positiven Art, hat hier natürlich voll mitgemacht. Ist auch voll fasziniert natürlich von dem, was ihm hier jetzt eben ermöglicht, wieder zu laufen. Ja, Nathalie, die kommt ja so richtig ins Schnaufen. Ich könnte jetzt so ja Musik einspielen, aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Ich lasse einfach mal live so laufen, wie es wirklich war. Nathalie kommt richtig ins Schnaufen. Sie hat der Ehrgeiz, das eben in 5 Minuten hinzukriegen. Achtung, jetzt ist es losgegangen. Bereit? Bist du bereit? Übrigens, links Karin, rechts der André. Karin hat das einmal dokumentiert, der André ist der Softwareingenieur. Und dann ist es losgegangen. Zuerst das Rucksäckel her, mit den Klettern eben so gemacht, dass es eben genau richtig sitzt und alles natürlich eben in dem Tempo drin. Es ist wirklich recht tricky, das zu machen. Es ist vielleicht nicht schwer, aber um eben an die verschiedenen Körper, an die verschiedenen Bedürfnisse so anzupassen, dass die Unterstützung immer 100%ig gut ist, ja, das braucht eben halt Übung. Der André ist dann nachher, das sehen Sie, vielleicht noch beim Feintuning noch gekommen und hat noch diesen und jenen Tipp gegeben und hat dann eben auch gesagt, dass wenn man die Verbindungen zuerst machen würde, dass man dann vielleicht unten dran direkt könnte in der geschlossenen Strumpf einschleifen, wo die Verbindungen eben schon gemacht sind und dann denkt alles natürlich noch viel, viel schneller. Wir sind also da natürlich noch in der Erprobungsphase. Unglaublich das Engagement von diesem Team und für mich auch immer wieder unglaublich erstaunlich, wie der Michi das eben managt, wie er sich da einsetzt, mit wie viel Emotion und eben begeistert, dass er da dabei ist. Ja, schauen wir doch einfach mal zu und hören auch, wie Nathalie wirklich alles gibt. Man hört es, wenn ihr genau hört. Lösen? Ja, da. Weißt du, da ist es schon fest. Gut. Wir sind so, jetzt darfst du absetzen. Gut. Oder dass er nachher noch dann richtig an. Gut, da ist. Gut, darfst du aufstehen? Gut, es gibt jetzt einen kleinen Ruck. Ja. Parat. Ja. Dann darfst du mal 20 Schritte laufen. Nicht zu schnell. Sehr gut. Also, dann machen wir Gleichgewicht. Mhm. Heute haben wir die Matte mal nicht da. Wir probieren wieder den Tandem-Schritt, genau. Und du weißt, das haben wir stabilisiert. Mhm. Gut. Ist das jetzt modifiziert oder gealt? Merkst du irgendeinen Unterschied zum anderen Modus? Ja, nicht irgendwie. Ja. Gut, das ist ja so ein bisschen. Es ist ein bisschen weich, also. Das ist eigentlich gut. Ich kann mich bewegen, das ist auch gut. Das ist noch schwierig zu sehen. Ich jetzt mal, durch. Mal links und rechts schauen.
gut, wieder gerade ausschauen. Jetzt machen wir es ganz schwierig. Mhm. Augen zu. Und wieder zurück. Du kannst wieder normal stehen. Wir machen jetzt genau das Gleiche, nur mit dem anderen Modus. Ja. Und Augen zu. Das ist schwierig, hä? Irgendwie schon, ja. Wie merkst du da den Unterschied? Ja, ich finde es so, finde ich es eigentlich fast angenehmer, obwohl es irgendwie schlechter geht. Okay. Wie du dich mehr kannst bewegen? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das andere auch noch nicht wirklich ausgebaut. Ja. Und gut. Ja, André hat es mal gehört, du bist Software-Ingenieur und unterstützt es da in dem Fall, wo wir gefilmt haben, natürlich eben auch eine Physiotherapeutin. Was ist denn die grosse Herausforderung jetzt da? Die grosse Herausforderung, die wir sehen, ist, dass wir das Anlegen und das Abziehen vom ganzen Gerät auf eine kurze Zeit herunterbringen, dass die Zeit, die man hat für die Physiotherapie, für eine Session, dass die möglichst effektiv genutzt werden kann. Also das heisst, wir wollen nicht, dass man das Gerät in 10 Minuten angelegt hat und nachher nur noch 20 Minuten von der Physiotherapie-Zeit hat. Also das heisst, wir würden die Verbindungen zuerst machen, dann könnte man reinschleifen und dann würden wir es vielleicht so in 3 Minuten, das wäre dann eine maximale Zeit. Du hast vorhin gesagt, 1 Minute, aber... Ja, das Ziel wäre, dass wir 1 Minute anstreben. Also, das ist, ja, das ist auch das, wo wir durch Feedbacks mit Physios, mit Kliniken, wo man eigentlich den Wert, den wir bekommen haben, ja. Erreichen. Da gibt es verschiedene Modi, die man einstellt. Also auch die Physio muss das natürlich lernen, gell? Welcher Modus das für was dann eben auch sinnvoll ist. Ja, aber wenn man jetzt von diesen Modus redet, da ist etwas, wo man, da kann man zum Beispiel Machine Learning einsetzen, um das automatisieren, dass man nachher gerne nicht mehr wechselt. Dass das System selber erkennt, ob man auf oder abläuft und dass dann dementsprechend die Unterstützung anders aussieht. Kann man zum Beispiel eine GPS-mäßige Tour eingeben und dann unter Umständen die Unterstützung schon vorprogrammieren? Ist so etwas möglich? Mit dem zukünftigen Produkt ist das Ziel, dass man das kann, ja. Und ja, das Produkt, das wir jetzt sehen, das ist eigentlich ein Funktionsprototyp, der zeigt, dass es möglich ist und genau aufzeigt, wie unterstützen wir den Benutzer bei den alltäglichen Bewegungen, bei seiner Mobilität. Ich kenne Michael, habe gesehen, wie er reingelaufen ist, habe gesehen, wie er die Treppe gelaufen ist, vor allem auch auf dem Laufband gelaufen ist. Also der Bewegungsablauf ist weit, weit besser. Also es ist schon wirklich ein Hilfsmittel, das sehr, sehr viel nützt, oder? Ja, genau. Es ist auch unser Ziel, dass wir von einem normalen Gangbild ausgehen, dass eigentlich der Benutzer vom System wieder genauso laufen will, wie er mal gelaufen ist. Genau, und vielleicht auch das selber anzeichnen kann, natürlich, selber programmieren kann, auch wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Also, genau. Das ist sicher auch das Ziel. Also, ja. Da kann man sich einfach so vorstellen, wie früher vielleicht ein Smartphone etwas ganz Kompliziertes war und jetzt eigentlich Kinder einfach so. Genau, so soll es werden, ja. Dass man ohne grosses Wissen über was dort drin genau abläuft, das Gerät anlegen und das kann brauchen. Und dass dann mit der Zeit, dass eigentlich mehr gar nicht mehr merkt, dass man das Gerät da hat, dass es mit Meiersuit da hat. Das ist wichtig. Was für eine Entwicklungslaufzeit siehst du da? Ich weiss, das ist eine schwierige Frage, aber ja. Ist das ein halbes Jahr dran, gell, Bobby? Ja, also die Firma ist schon mehr als ein Jahr alt. Und das Ziel ist, dass wir Ende 2019 mit einem Gerät rauskommen, das medizinischen Standard erfüllt. Also, dass wir die nachher in der Klinik einsetzen können und in den Physiotherapiestudios. Und das ist die Laufzeit, die wir jetzt ja damit rechnet und wo wir planen. Gott. Dann da. Da kannst du auch laufen, ja.
Hey, was du für ein Tempo drauf hast. Willst du noch eine Stege machen oder wollen wir aufs Laufband? Ja, dann ist er ab aufs Laufband. Es ist eindeutig, der Michi hat ganz einen strengen Tag hinter sich, hat noch Meetings, er ist ja arbeitstätig und so weiter. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie er Freude hat an dieser Therapie. Mir ist aufgefallen im Vergleich zu dem, wie er gelaufen ist, wo wir reingelaufen sind im Ballgericht. Hier auf dem Laufband ist es vor allem zum Ausdruck gekommen, die rhythmische Gangart, die er hier gefunden hat. Auch das Vertrauen zunehmend gewachsen ist. Beim Treppenlauf hat man es gemerkt. Ich habe mit der Karin ein bisschen geschaut, sie hat das alles ja dokumentiert und ich bin wirklich überrascht. Der Fortschritt in kurzer Zeit. Ich war begeistert vom Engagement von Michi, aber auch von dem Gerät, und ich mir nie gedacht hätte, dass es so etwas überhaupt möglich wäre, wie die Motoren das steuern, mit welcher Kraft sie unterstützen. Nathalie, du bist ausgebildete Physiotherapeutin, machst jetzt noch den Master. Was hat dich gereizt, jetzt genau mit diesem Gerät das zu machen? Also, ich habe in 2015 oder 2016, ich weiß nicht mehr genau, beim Cybathlon mitgemacht. Das war eine Olympiade, ein Wettkampf mit robotergesteuerten Prothesen. Und das hat mich sehr interessiert als Physio. Und dann habe ich den Heime kennengelernt, der das Projekt hat. Und dann, als ich meine Masterarbeit musste suchen, habe ich dann angefragt, ob ich da irgendetwas machen könnte. Und du bist ehrgeizig, ich habe es gemerkt. Gell? Also, ich will 5 Minuten erreichen. Und wenn du irgendwas nicht erreichst, dann denkst du, ich probiere es nochmal und nochmal. Und glaub, das braucht es genau da, nicht? Ja, ich denke es auch. Das Problem ist, weil ich halt die Studie mache, ich kann es nicht nur einmal probieren, oder? Es ist halt vorgeschrieben. Ja. Und dann, ja, dann stört es mich ein bisschen, oder? Weil ich will gerne die 5 Minuten erreichen. Aber das ist wichtig in der gesamten Therapiedauer, oder? Ja, weil halt in der Physiotherapie haben wir wirklich Zeiten gesetzt. Entweder 30 Minuten oder 45 Minuten, dann geht es auf 30 Minuten. Mhm. Und klar, wenn ich dann da mehr als 5 Minuten brauche, um den Maillot anzulegen, verliere ich halt wertvolle Zeit und ist dann nicht mehr so interessant, das Gerät in der Physiotherapie zu verwenden. Bist du zufrieden mit dem Michael heute? Er hat gesagt, er sei ein bisschen müde, gell? So. Sehr. Ja. Also ich habe nichts gross gemerkt, dass er müde ist. Ich habe auch nicht. Nein. Von dem her funktioniert in dem Fall der Maillot. Weil wir konnten alles machen. Genau. Der Stegenlauf ist super gegangen, hat er ein super Tempo drauf. Bei ihm müssen wir wirklich schauen, dass wir ihn auch wieder ein bisschen stoppen. Genau. Weil er halt wirklich sehr schnell ist. Aber ja, man muss halt schauen, wenn halt ein Patient so Elan hat und zeigt und so und Motivation hat, dann habe ich es lieber, wenn man ihn die Motivation lässt, als wenn ich ihn jetzt die ganze Zeit stoppe. Ja. Und erstaunlich auch, gell, natürlich, wie der Steglauf vonstatten geht. Ich habe zuerst gesehen, der einen Schritt nach dem anderen gemacht und gesagt, der Ablauf ist ganz schwierig. Mhm. Und das Zutrauen ist gerechnet, du hast fünfmal gegangen wie ein bisschen Wetter. Da sind wir beide fast nicht mehr nachgekommen. Ja. Also das Zutrauen ist auch wichtig, gell? Ja, also am Anfang, oder, man sieht immer die Stege. Stege ist eines der grössten Hindernisse, wenn man keine Kraft hat. Und Stege ist wirklich etwas, das man vermeidet. Und dann am Anfang halt hat man wirklich, man kann dort fallen, man fällt dort nicht nur vom Boden, man kann halt tiefer runterfallen. Mhm. Und deshalb hat man Respekt. Aber sobald man merkt, ah nein, es geht gut, dann kommt man in den Trott rein. Dann geht es einfacher. Oder? Und das sieht man auch bei ihm. Oder? Am Anfang hat er Mühe, macht er eins nach dem anderen. Sobald er sieht, ah nein, es geht, ich bin nicht so müde oder meine Müdigkeit wird überspielt oder überspielt durch die Hilfe vom Maillot, Gott hat schon viel, also hat man dann die Motivation oder die Sicherheit. Bist du eigentlich experimentierfreudig auch? Ja. Komm, wir machen es. Stehst du mal in die Bären rein? Ich möchte noch mal etwas probieren. Okay. Ja. Weil du hast nämlich Michael gesagt und dann würdest du bisher wieder mal ein Bein vor das andere setzen. Mhm. Gut, okay. Die Hände bitte loslassen. Augen bitte zu. Was? Genau, das wollte ich zeigen. Das hast du mit dem Michael gemacht. Und ja. Das ist, du merkst, es ist gar nicht so einfach. Und gemessen dem, wie es für uns so einfach ist, ich habe es auch gemerkt, ich bin fast mit der Kamera umgekehrt, hat es wirklich hervorragend gemacht, dass das Gerät unterstützt schon wirklich. Sehr. Also solche Sachen mache ich sehr wenig mit Patienten. Wo halt, oder ich mache es mit Patienten, aber halt sehr, sehr limitiert. Also die müssen sich können heben, immer, also sicher immer in der Barre.
Und die machen es nicht immer so gut. Also ich, manchmal kann ich das gar nicht machen. In 9-mal Therapie komme ich nicht so weit, dass ich einen Tandemstand machen muss. Und so wie du das machst, mit der Ruhe, auch man merkt, man ist bei dir gut aufgehoben, das spielt schon wirklich auch eine grosse Rolle. Also du verlierst Nerven nie. Also weißt, manchmal in das Gerät vielleicht nicht genauso tut, wenn der Patient vielleicht schwierig ist. Also ja, das ist für dich kein Problem. Nein, das ist auch die Erfahrung. Also ich habe ja x verschiedene Patienten, x verschiedene Charakter. Manchmal kommen sie auch schlecht gelaunt, weil sie in der Arbeit gerade einen mega Streik haben oder mega Stress haben. Und mit dem muss man halt umgehen. Und ja, also mich kann man, ich bin sehr relaxed. Also ja. Angefangen jetzt mit dem Interesse, meine letzte Frage eben, mit der Roboter, mit dem Roboter-Event. Also ist schon unglaublich, gell? Auch du als Physio, wenn du so denkst, was früher möglich ist, was jetzt möglich ist mit diesen Hilfsmitteln, ist unglaublich und wahrscheinlich auch sehr, sehr wertvoll. Ja, also ich finde es sehr hilfreich. Ich finde es eigentlich super, in der Physio können wir viel mehr Sachen machen, oder? Jetzt zum Beispiel sehe ich bei Michi, ich könnte mit ihm nicht so gut Gleichgewicht trainieren und er braucht Gleichgewicht, er macht das fast nicht, er läuft nicht viel. Man sieht, er hat eine Unstabilität, oder? Und wenn ich jetzt durch das eigentlich die Sicherheit kann geben mit dem Mayo-Suit, kann ich wirklich mich auf das konzentrieren. Und halt jetzt ohne Roboter technisch auch ein Lokomat hilft sehr viel, oder? Früher hat es zwei Physiotherapeuten gebraucht, um einen Schritt zu machen für einen Patienten. Wenn ich jetzt ein Lokomat habe, kann ich als Physiotherapeut sagen, okay, mach jetzt grössere, mach kleinere, konzentriere dich mehr auf das oder das. Deshalb bin ich als Physiotherapeut sehr interessiert, dass man halt immer mehr Robotertechnik in der Therapie drin anwenden kann, solange es uns hilft, oder? Es gibt halt immer noch die ethische Frage, denn, oder? Braucht es dann nicht, dass der Roboter den Physio übernimmt, oder? Also, das wird sicher nicht in den nächsten 10 Jahren sein, aber wie ist es in 50 Jahren? Kann ich mir kaum vorstellen. Es braucht ja auch irgendwie jemanden, der die Motivation eben auslöst. Also der Patient muss so etwas auch sich trauen, auch etwas machen. Also eben, just do it, wie es bei dir auf dem T-Shirt steht, oder? Ah ja, genau. Und ich glaube, somit ist eine Physiotherapeutin gar nicht ersetzbar. Wir fragen vielleicht mal den Michael, hä? Fragen wir mal. Ja, Michi, wir sind reingelaufen, also ich merke wirklich kaum etwas, auch wenn du normal laufst, aber ich habe gemerkt, der Bewegungsablauf ist sehr vorsichtig, du hast so aus dem Knie raus dich bewegt und dann bin ich gespannt gewesen, wie das da rauskommt, dann habe ich gemerkt, auf dem Laufband dann vor allem, auf einmal der Bewegungsablauf ist sehr harmonisch gewesen, Treppen runter und so weiter, also das Gerät gibt einem auch ein gewisses Vertrauen. Ja, auf alle Fälle, ja, das ist genau darum, also ich kann einfach laufen, also ich kann es fast nicht anders sagen. Und ohne Mayo-Suit muss ich einfach ich muss wirklich konzentriert laufen, ich muss jeden Schritt planen, ich muss Randsteile anschauen, irgendwo noch ein Schwellchen. Und wenn ich dann gerade noch irgendwo rechts schaue und es hat noch ein Bodenwellchen, dann kann es halt ein Schnurbel tun und dann liege ich im Boden. Wenn du es anleihst, dann sitzt du ja. Kannst du dir vorstellen, dort rein zu kumpen, weißt, quasi, wenn es zu ist, das, weißt, das Bein so weit anzuwinkeln, dass das dann herbrecht ist. Der andere hat gesagt, dann wäre es in einer Minute möglich. Aber dann müsstest du auch dir auch vorstellen können. Ja, du probieren. Also wenn es dir eins mitgegeben hat, würdest du... Sowieso, immer. Nein, probieren. Also eben, man sieht, man muss einfach ausprobieren. Ja. Und du hast natürlich Touren gemacht, die du wirklich nichts mehr hast können machen. Jetzt so eben draussen bei dir daheim zu Evola, gell? Ja, genau, ja. Es war also die Valcup-Tour. Die ist etwa 4 Kilometer. Etwa. Und geht aufwärts und wieder abwärts und Kies und Belag. Und ja, die habe ich sicher schon irgendwie 2-3 Jahre nur gemacht, ja. Und natürlich, und das ja nicht irgendwie auf irgendetwas gemünzt, aber schon immer schön, wenn man jemanden dabei hat, der einem auch hilft, unterstützt, oder? Ja, auf alle Fälle, ja. Also jetzt gerade in dieser Phase, das geht eigentlich noch nicht wirklich anders, weil du kommst ja nicht hinein, du musst quasi Assistenzperson haben. Und aber es ist, also mir wäre es eigentlich gleich, weil ich kann gleich nur schon, wenn ich rauslaufen könnte, dann müsste Esther halt einen Kurs machen und dann würden wir halt, würde sie sicher machen und dann würden wir halt 2-3 Stunden laufen. Vor allem muss ich wissen, das ist die Frau mit einer riesigen Freude, dass der Michael wieder mal gut hat können laufen. Genau. Eben, natürlich eben auch mit Hilfe von der Natalie und der Karin, die da sind, oder? Ja, genau. Nein, es ist ja so, es ist wirklich, und eben, du kannst voraus in die Natur und kannst einfach
ja, man kann es nicht anders sagen, einfach laufen. Oder? Es ist nicht gedacht, dass das einfach so etwas Einfaches einem so viel Freude machen kann. Früher musste man laufen, dann war das nicht so freudig. Die letzte Frage, ich sehe das an. Du hast einen Tesla hier mit 700 PS, da sind noch ein Kofferraum drin. Also irgendwann landet das Gerät bei dir dort im Kofferraum? Ja, also schon, wenn ich es irgendwann überkomme oder kann kaufen oder wie auch immer. Ja. Also bin überzeugt, ja. Ja, wie auch immer denn die Preismodelle ausgesehen werden, das ist noch nicht definiert. 2019 hofft man, dass der Maios Jute vom Markt kommt. Bis dann wird aber sicher noch vieles angepasst, verbessert und verfeinert. Eins aber ist jetzt schon klar. Der Maios Jute vermittelt Hoffnungen. Die Hoffnungen Teil vom einstigen Leben, der Beweglichkeit und der damit verbundenen Freiheit wieder zurückzugewinnen. Wenn man hier zuschaut, wie schön es ist, wenn jemand, der wirklich kaum ein paar Schritte machen konnte, im Verlauf der Krankheit, jetzt wieder Michi hier, dann wieder 4 Kilometer laufen kann oder hier im Ballgerist verrissen gehen, obwohl es kalt war, mit wieder Freude, dass er hier rausgegangen ist und rundherum gelaufen ist. Einfach Rückgewinnung von einem kleinen Teil von meinem Leben, der vorher und für uns alle ja mal völlig normal ist. Und wenn ihr das jetzt so seht, dann denkt daran, Robotertechnik macht vieles möglich, aber natürlich eben auch die emotionale Begleitung, das grosse Engagement von all denen, die die Leute eben begleiten, die uns alle, die vielleicht so einen Schicksalsschlag auch mal erleben, begleiten oder eben auch so Geräte entwerfen und entwickeln.